So, 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 YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu GeoTastic. Wir sind wieder dabei herauszufinden, wo wir abgesetzt werden bei Google Maps. Wir haben drei Runden und da lassen wir uns unendlich viel Zeit und versuchen halt die genaue, exakte Position zu finden, um 18.000 Punkte abzukassieren, weil die brauchen wir wirklich. Und ich würde sagen, wir gehen rein und es geht los mit Runde 1. Sehr gut. Oha, das ist kein guter Startpunkt, aber es ist wenigstens eine große Straße. Aber es gibt keinen kein Abzweig, sie ist sehr gerade. Oh, das kann übel werden. Das kann echt übel werden. Wir haben Rechtsverkehr, sonst hätte ich Südafrika mit ins Spiel gebracht, Australien oder Co. Aber der LKW vor uns fuhr auf jeden Fall rechts, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm was ist das? Kommen wir dem Auto noch näher. Was hat der da oben drauf? Achtung, Achtung, hier fährt ein Auto. Achtung, Achtung. Hallo, was bist du ein Raketenteil? Was? Was hat er für eine Aufgabe? Was was soll das werden? Was macht er für Durchsagen und warum fährt er im nirgendwo? Fragen über Fragen. Die ich lieber nicht beantwortet wissen will. <laughs> Habe ich ja noch nie gesehen. Das ist Google in Ton. Nimmt der die Töne der Welt auf und fährt rum? Gibt es dazu eine Map? Weiß ich jetzt nicht. Wir fahren. Oh, aber hier ist. Okay, Wasserlieferanten. Ist ja auch schon wieder irgendwo Südamerika oder so. Wartet mal. Mexiko vielleicht? Die Sonne geht im, im Süden unter. Dann sind wir im Norden. Äh, kann ich nicht vertrauen, wenn die so tief steht, nicht? So, hier ist sie höher. Und hier steht sie eindeutig im Osten. Wow. Ja, sind wir wieder in Äquatornähe oder sowas. Vielleicht doch Ranchos Los Salazar. Vielleicht doch irgendwo. Ja, vielleicht doch Höhe Brasilien wieder. Mexiko. Aber ich würde sagen, eventuell sind wir in Mexiko. Aber so weit im Norden hätte ich gar nicht gedacht. Und eine Ecke, wo es eher flacher ist, vielleicht hier bei Veracruz. Kilometer 22. Okay. Mexiko kann echt hartes Pflaster sein in dem Game. Maximal 60 Kilometer pro Stunde. Bitte haltet euch da dran. Aber ich würde sagen, wir haben eine gute Route. Sonst waren wir mal so auf Route 2 oder sowas, die einfach nur eine ähm, ja, weiße Markierung hat. Aber ich glaube, die hier ist schon ein bisschen größer. Wir müssen nur, ja, wahrscheinlich ein bisschen fahren, um an eine Kreuzung zu kommen. Aber wir sind zumindest nicht mitten im Nirgendwo. Mexiko ist jetzt aber auch nicht gerade das Land, wo ich sagen muss, links und rechts gibt es viel Schönes zu sehen. Also durchaus im Forza Horizon, nicht? Aber hier haben wir wenigstens den Dorfnamen: Platinos. Pl das heißt, so ein bisschen orientieren können wir uns. Ähm, ja, zu verkaufen. Also für 500.000 könnt ihr euch durchaus dieses wunderschöne Objekt hier sichern. Ähm also auch der Garten ist sehr gut gepflegt. Äh, Zustand AAA. Ich würde es sagen, wie Ubisoft, ist es ist ein Quadruple A-Haus. Äh, ja, und für 500.000 zu Wende, zu Wende, zu Wende, for sale. Greift zu, bevor es weg ist ja wirklich, es gibt Dinge, die, die will man nicht haben, nicht? Aber sowas wird wirklich für so viel Preise verkauft, nicht? Auch in Deutschland. Du denkst so, eine abgeranzte alte Farmhütte und auf einmal so die 500.000 kosten. Ähm, ja, in welcher Vorstellungswelt? Nicht in meiner. Nicht? Also ein Haus mit Fernwärme und Pipapo, Po, da kann man ganz anders drüber reden. Aber. Hier können wir auch drüber reden. Okay. Jetzt, okay, die 500.000, die ich mir ausgedacht habe, sind auf einmal gar nicht mehr so unsexy, wenn man aufs Meer gucken kann. Vielleicht doch gar nicht so die schlechte Investition. Ich meine, die Ruine kann man abreißen und gegen was Hübsches ersetzen und dann aufs Meer gucken. Aber direkt an der Hauptstraße, nicht? Also hier fahren relativ viele vorbei. Aber das Wasser nach Norden, Osten, Süden, Westen, nach Nordwesten. Das heißt, wir können eigentlich nur hier sein, in die Richtung. Oder hier hinten irgendwo. Okay. Tierra con historia ai gran futuro. Felisa Villa le desa e municipio de Compostale. Okay, Compostale, okay, sag mir gar nichts. Quinto Quintoro, Merida, Yucatan, Campeche, Veracruz, Colima, Narivata, Sinola, California, Sonora, Chihuahua, Tampulas, Guerrero, Jalisco, Navarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Hm. Okay, sehen wir die Stadt Kompostel. Kompostel. Oh, sehr Ton. Champoton. Chelestun. Alles mit C hier oben. Cancun. Ich meine, es kann ja auch in so, einer, in so einem Knick sein, nicht, dass das Meer deswegen in die andere Richtung gerade zeigt. Das heißt, das kann irgendwo an der Küste sein. Wir wissen nur, wir sind an der Küste. Das ist schon mal gut. Und zwar direkt, nicht? Wir sind noch nicht weit ab davon. Das sind auf jeden Fall wichtige Indikatoren, die das zumindest eingrenzen. Wir müssen nicht übers ganze Land gucken. Ähm Hilfreich würde ich das Minimum bezeichnen. Tijuana. Pinos. Aber ich sehe die Stadt nicht. Kompostel. Hm. Hier geht halt sehr viel am Land ran. Wir haben auch Berge, nicht? Ne? Hier so ein bisschen. Also es geht auf jeden Fall steiler hoch und das Meer geht von Westen bis Norden, ja, vom Westen bis Norden. Das heißt, die Seite kann auch gut sein eigentlich, obwohl das dann auch Südwesten mehr. Das heißt, wir werden ein bisschen nach Norden gedreht. Campamento, nicht, dass wir hier auf sowas sind. Es Campampento, Campatento, Isla Isabel. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen rumfahren. Außer einer von euch hat er Urlaub gemacht, dann gerne sagen, wo ihr da wart. compostella Aber das sind schon mal gute Hinweise. Bin jetzt klar, wir können immer noch eine Stunde brauchen, bis wir irgendwas Eindeutigeres sehen, weil wir sind irgendwo an der Küste. Das können wir eingrenzen. Viel mehr halt noch nicht. Okay, wir schlängeln uns langsam runter. Das heißt, wir kommen auch dem Wasser wahrscheinlich näher. Und da unten wird doch sicher irgendeine Stadt sein, Feriendorf, irgendwas. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, ihr hofft das auch. Und ihr könnt das mit einem Like und einem Abo gerne unterstützen. Würde mich immer freuen. Dann macht mir das auch gleich umso viel mehr Spaß, durch solche Gegenden zu fahren. Das sind aber echt. Coole Abfahrten, das könnte ich mir auch mit dem Rad gut vorstellen, obwohl hier viel Verkehr ist. Aber hier, er hat auch seinen kleinen Sportwagen da mit dabei, den Qualitas. Ja, die Qualität wird da auf jeden Fall noch groß geschrieben bei Qualitas. Okay, wir sind auf jeden Fall auf der mexikanischen Straße auf Kilometer 30. Oh, wir werden immer wieder zurückgesetzt hier. Das sind manchmal so Google Map-Bugs, die nerven. Oh Mann, komm. Fahr. Hier ist eine scheiß Stelle gerade. Keine Ahnung warum. Puenta Higueras. Higueras. Higueras habe ich doch schon mal gelesen irgendwo. Aber nicht, dass wir nachher hier in sowas sind, nicht? Am Wasser? Weil das gar kein Meer ist, sondern ein riesiger Fluss. Oder See. Oh. Gut, aber er müsste schon in der Größenordnung sein, nicht? Davon haben die nicht viel. Und da würde man das andere Ufer ja sehen. Wir sehen ja das andere Ufer nicht. Ich hoffe, es gibt kein anderes Land, ähm, was einfach eine Route hat, die Mexiko heißt, weil sie nach Mexiko führt. So eine False Friends sind manchmal echt gemein. Man ist sich so sicher über eine Sache. L.S. Pino hilft mir auch nicht. Und dann ist der Hinweis halt total falsch. So wie der Linksverkehr, den wir das eine Mal hatten. Und dann hat er uns nur links überholt auf der anderen Spur. Und das sah halt für mich aus, als ob der die ganze Zeit links fährt. Der ist auch nicht rübergezogen oder so danach. Auf so einer Landstraße aus Sand ist es wahrscheinlich auch egal, ob der auf der linken Seite dann weiterfährt oder rechts rüberzieht. Aber macht dann für mich natürlich den falschen Eindruck von dem Hinweis her. Und dann ist das ziemlich gemein, vor allem wenn man sonst nichts anderes hatte als diese eine Sache, an der man sich halt langhangen konnte. Ach komm, wir gucken mal ein bisschen mehr in den Himmel. Das Blau ist doch schön, nicht? Jetzt, jetzt kann man schon wieder langsam so an den Sommer denken, wo es so kalt draußen wird. Wobei ich froh bin, wenn das nicht zu heiß wird. So ein Tag heiß und dann zwei kühle Tage, denn ein Tag heiß, zwei kühle Tage, das ist immer optimal. Dieses Jahr war schon sehr dicht dran, dass es gut war, bis auf die letzte und vorletzte Augustwoche. Oder erste Septemberwoche und letzte Augustwoche. Ich habe den Urlaub extra nach August gelegt, weil Juli, Juni hat wirklich verregnet war. August war dann so halb okay, wo wir äh, auch IRL gestreamt haben, nicht aus dem Urlaub. Aber dann war es wieder schlecht und dann dachte ich so, jetzt wird es nicht mehr gut und dann kam noch mal die Hitzewelle. Oh, das war gar nichts. Das hätte es nicht gebraucht. Aber, na. Ich mag schon, wenn ein Tag so warm ist tagsüber. Aber es muss halt abends halt kühl sein. Oder den Tag danach wenigstens. So Permanenthitze. Ich weiß nicht, wer von euch, schreibt mir das gerne, ähm, mag, aber ich kann es nicht. Und das bringt mich zur guten Sache, und zwar dem Codewort des Tages. Das haben wir noch gar nicht festgelegt. Ihr wisst, ich mache immer ein Codewort. Falls ihr irgendwo kommentieren wollt, egal ob auf Threads, Instagram, YouTube, gerne auch die neuesten Short, liken und ähm, kommentieren. Und ihr wisst nicht, was ihr kommentieren sollt, wollt aber eure Unterstützung ausdrücken, weil ein Kommentar hilft immer super, super viel. Oder auch ein Like oder auch ein Abo. Ähm, dann nutzt einfach das Codewort Hitze. Das ist doch ein gutes Codewort. Jetzt, wo es kühl und regnerisch ist, einfach das Codewort Hitze benutzen. Dann weiß ich, ihr habt zugeguckt, ihr müsst euch keinen Gedanken machen, was ihr schreiben sollt. Und ja, Hitze können wir, glaube ich, alle gut schreiben. Und das ist doch gut. Las Varas und Vallatra. Die müssen wir doch sehen. In 123 Kilometern. Vallatra. Na, wenn wir das nicht finden, dann kann es sein, dass das so eine Route ist und da nichts ist, aber. Ich würde trotzdem erwarten, dass wir Valatra dann sehen. Ich mache mal hier die normale Ansicht wieder rein. Kapulko. Ähm Kolima. Das wäre echt gut zu wissen, in welcher Region wir sind. Die Region, die dran stand, die hatten wir auf jeden Fall nicht. Aber ich habe sie zumindest nicht gesehen. Puerto Carlos, Lucas, Bariles, Mulege, Ascuncio, Anglaise, Bahia, De Kino. Oh, auch nicht schlecht. Ascender, Hermisolo. Das Varas. War Varas, habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Das Varas. Ist wirklich nicht hier oben? Da würde aber Merida dran stehen, auf jeden Fall. Oder Cancun im Zweifel noch. Tapaschulka. Schaschute. Chiapas, San Cristobal, genau, San Cristobal wäre hier. Hier gibt es halt wenig Städte. Vallatra. Nuevo, Nuevo, bla bla bla. San Blas interessiert uns auch alles nicht. Villa Union. Nicht, dass das aber für die eine Stadt denn so reingeht. Und auf der Seite, ich denke, wir sind nicht hier, aber nicht, dass wir doch hier sind. Meine 123 Kilometer bedeuten ungefähr so eine Strecke hier. Das heißt, wir sind ja an der Küste. Das heißt, ich muss wirklich nur so den Küstenstreifen eigentlich abgehen. Viel weiter kann das ja gar nicht weg sein. Es könnte sein, dass nur Varas da steht und Valatra. Venta. Villa Mossa und Villa Riba und Villa Bajo. Ach, das war italienisch, nicht? Ah, knapp daneben. Yucatan, Ismail, Tismen, Villalilidad. Hm. Aber wir sind doch im anderen Land. War glaube ich nicht, glaube ich gar nicht. Oder wir sind irgendwo und das wird wieder überlagert. Nicht, dass ich den Ort nicht sehe, weil er sehr dicht an einem anderen großen Ort ist. Aber bei 123 Kilometern würde ich schon erwarten, dass ich den irgendwie wahrnehmen müsste. Aber meine Augen sind auch nicht die besten. Falls ihr es gesehen habt. Schreit, da oben links war es, da oben rechts wart es. Eskaliert, helft mir aus. Einem alten Mann, der nichts mehr sehen kann. Vor lauter Buchstaben. Hm. Irgendwie passt hier gar nichts, nicht? Kaborka. Okay, ich speichere mir die Position mal ab und wir fahren mal weiter. Das muss doch. Schon wieder 19 Minuten. Mexiko ist aber wirklich hart. Also selbst wenn, wenn man in der Gutenecke ist, wir waren aber da auch schon in echt, ja, ich sag mal bodenlos. Ich benutze das Wort ungern. Aber es ist nicht ganz so hart wie das böse Sch Wort. Und rückt trotzdem aus, wie bescheuert etwas ist. Aber bescheuert ist auch ein gutes Wort. Wir waren echt an bescheuerten Orten. Ich glaube, das ist ein gutes Wort. die Dimonchito? Kommt da nicht ein Getränk her? So ein Zitronengetränk? Hm. Puenta Calma. Sagt mir auch nichts spontan. Weiß ich auch nicht, ob wir so ein. Eine Brücke über Kal bei Kalmarfin. Wenn das irgendwie nur ein Dorf mit zwei Häusern ist. Aber ich würde sagen, wir drehen gleich mal um. Wir wissen, wir sind am Wasser. Vielleicht bringt uns die andere Richtung ja äh, mehr Hinweise, in welche große Stadt es da geht. Vielleicht steht da ja Acapulco dran oder so. Dann haben wir es direkt äh, herausgefunden. Vielleicht sind wir auch auf einer Insel. hat mexiko inseln nee, das ist nicht mexiko hier nee nee das ist ist nicht mexiko ist kuba um das Amerika, nee, die, die haben gar keine vorgelagerten Inseln großartig, nicht so ein, zwei, die hier. Aber das war's, sonst eher so Lagunenartige Sachen. Aber es könnte durchaus sein hier, nicht, dass wir gerade hier so. Aber die Namen passen wieder nicht, leider. Und unsere Straße hat doch keinen Namen. Ich weiß halt nicht, welche mexikanische Straße keinen Namen hat. Wir sind einfach auf der Route Mexiko. Hätte ich erwartet, dass die durch Mexiko führt, aber nicht am Wasser entlang. Und auf jeden Fall kommen wir wieder schön zum Wasser. Aber wenn ich immer, wenn ich hier in Mexiko lande, muss ich am Fortzaus Reisen denken. War echt ein gutes Spiel, aber ich habe den Game Pass leider nicht mehr. Ist mir zu teuer, muss ich gestehen. Und es kamen zu wenig Spiele, wo ich gesagt habe, oh ja, die wollte ich spielen. Und ich muss auch sagen, okay, ich habe mich selbst torpediert. Starfeed habe ich da drin nicht gespielt. Ich habe mir Starfeed damals selber gekauft, äh, für 80 Euro die Premium Edition. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich dachte wirklich, das wird das Spiel, was ich wirklich ein paar Monate spiele. Ja, ich habe 249 Stunden reingesteckt, weil ich alles erkunden wollte. Es waren aber nicht unbedingt die besten 249 Stunden meines Lebens. Und ja. Mal gucken. Dann habe ich noch äh, City Skyline 2. Hä, wo ist denn steht denn? Auch nicht im Game Pass gespielt und gekauft. Bin auch reingefallen. LSPino. Espino. Ähm, ich glaube, wir sind wieder zurückgefahren, nicht? Okay, ich, ich drehe mal um. Fahr mal in die andere Richtung jetzt. Und ja, hätte ich die mal im Game Pass genutzt, nicht? Dann hätte er sich gelohnt, aber so. Ah, der, der ist einfach zu teuer. Aber ich habe damals für 180 Euro diese vier Jahre mitgenommen, die man machen konnte. Und ja, ich habe vielleicht fünf Spiele davon gespielt. War jetzt nicht, nicht meins, nicht? Also, es sind bestimmt gute Spiele drin. Wenn man Battlefield oder so spielt, dann hat man da, glaube ich, einen Vorteil. Aber ja, so gerade ich als Indie-Game-Spieler und eher so kleinere Spiele, die mich interessieren. Schleifschloss Tontugas. Ähm, ist der halt nichts. Da kommen halt selten wirklich Perlen, wo man sagt, das lohnt sich. Oder die kommen so spät, dass man sie bis dahin sowieso gekauft hat, weil drei Sales waren. Und dahingehend lohnt er sich halt für mich gar nicht. Ähm, das ist wirklich eher was für Gelegenheitsspieler, die keine Spiele kaufen wollen. Bin da die falsche Zielgruppe. Leider. Ich würde ihn gerne unterstützen. Ich finde das Konzept grundsätzlich gut. Aber da müssten auch mehr Early Access Titel und sowas rein. Ein paar hatten sie ja, aber nicht alle. Nicht die, die ich wollte. Hier: Kantartrans. Trans, -trans. Habe ich auch nicht gelesen bisher. Kata Trans Hier war sehr viel mit C am Wasser. Aber ansonsten. Montamita. Costa Rica, auch wenn ich nicht dran glaube, dass da Costa Rica liegt. Obregon hatten wir nicht. Bei Obero muss ich an Stargate denken. Da kommen auch neue Serien, nicht? Stargate raus. Aber ich bin. Ich hoffe, sie versauen es nicht, indem sie so modernen Scheiß draus machen und alles abändern. Ich fand schon diese Neuauflage dieser. Star, war äh Star, Trek, äh Star Wars Star Trek Star Wars Stargate Serie nicht gut gelungen. Diese wo sie da irgendwie 1920 oder sowas oder 1930 dann da ins Tor fallen. Das hätte man irgendwie ein bisschen ja, weiß ich nicht, professioneller aufziehen können, war sehr billig, möchte ich es mal nennen, um es freundlich auszudrücken. Playa hermosa. Na ah gut, aber Herr Moser wird es auch tausendmal geben. Schapala. Barankas. Da fehlt ja auch was. Was standen da vorher? Ja. Können wir das erkennen? Nee, ist leider nicht von der Sonne ausgeblichen genug. Weil da könnte ja am B gestanden haben. bar -kantarans. Dann passt das trotzdem nicht ganz. Das heißt, da könnte auch Dekantarans. Sankantarans. Ah. Schlecht. Das Land ist einfach sehr, sehr groß, nicht? Das liegt schon am Äquator und ist groß. Bedeutet, das ist wirklich groß. So. Okay, kan Kantarans. Doch. Aber liegt einfach nach da, ist gar nichts Großes. Okay, der Pfeil fehlte. Okay, da fehlten keine Buchstaben nach vorne, es war der Pfeil nach links. Das heißt, es ist ein kleiner Pupsort. Interessiert uns also doch nicht. Ah, bei Mexiko ist halt auch blöd, nicht? Die Straßen sind hunderte Kilometer lang, ohne eine andere jemand zu kreuzen. Und das ist schon schwierig. Diese Sandstraßen helfen nicht, nicht? In anderen Ländern, da hast du immer so eine Straße nebenbei, die auch eine Nummer hat, aber hier halt nicht. Puente Arenoso. Ja. Also, ich hätte auch nie gedacht, dass wir direkt am Wasser sind, nachdem wir hier so durchfahren, nicht? Da hatten wir wirklich Glück mit der einen Stelle. Weil es hier doch sehr, ja, inlandsmäßig aussieht. Kilometer 18. Das heißt, in die Richtung müsste der Kilometer ja eigentlich runterzählen. 18 Kilometer bis zum nächsten großen Ort. Oh. Gut, er kann auch 18 Kilometer vom anderen Ort auszählen. Dann wären wir aber nur 2 Kilometer vom anderen großen Ort entfernt gewesen vorher. Atikama San Blas. Das sind doch auch nur wieder ganz kleine Orte, oder? Atikama. Werden wir hier nicht sehen. Und Sam Blas. Das hätten wir doch schon längst gelesen. Ich meine, ich kenne die Atacama Wüste. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir hier oben rumfahren irgendwo. Ah, dann hätte ich natürlich Merida erwartet, dass das mal dran steht. Und vielleicht, dass die Namen ein bisschen Mex äh, ein bisschen aztekischer oder maya waren hier nicht äh, klingen. Das tun sie ja nicht. Aber Atikama passt schon hier in die Gegend von Oaxaca oder Chiapas. Ja, Atikama. Wahrscheinlich habe ich schon 80 drüber gescrollt, 80 mal. Und die alle, ja, da ist es doch, sieht das nicht. Ah, ah das könnte Fall sein. Zamblas! Wir haben es. Puerto Valatra. Ach. PRT Valatra, Puerto. Da ist es. Aber die anderen stehen hier alle nicht da, die wir hatten. Maziltana, El Uniona. Das Atikama. Das Samblas. Aber wir fahren doch direkt am Wasser entlang. Wie kann das denn sein? Warte mal, das ist nach Norden. Das heißt, hier sind wir. Ah, und da sind wir Plantitos rangefahren. Das heißt, wir stehen hier. Oh, Cantanereras, ja. Wir sind irgendwo auf der Route hier, auf der geraden Strecke. Wahrscheinlich genau im Knick. Jetzt haben wir's. Das, ist, das könnte der Knick sein, hier vorne in der Straße. Wir gucken mal. Wir müssen genau auf den Pfeil achten. Solange der gerade ist, ist alles gut. Puente Oates. Okay, wenn die Puente Artis draufsteht. Ne, tut sie natürlich nicht. Dann hätten wir Glück. Aber anhand des Falls sehen wir, der bewegt sich nicht. Bleibt komplett gerade. Und da kommt die Kurve. Das ist die hier. Okay, und nach Norden. Jetzt auf den Pfeil wieder achten, ich gehe mal so mittig mit dem Mauszeiger. Müsste nämlich jetzt irgendwann ein Knick kommen vor der Kurve. Hm, was hier. Jetzt! Da war ein Knick drin. Okay, wir sind also südlich von dem Knick. Die Straßen werden nicht eingezeichnet sein. Ich glaube, was anderes werden wir nicht herausfinden. Und dann kommt die harte Kurve. So, wir sind südlich von dem Knick, aber wie weit? Man sieht so ganz leicht, dass es hier so ich vielleicht ist. In die Richtung ist halt komplett gerade bis zur Kurve hinten. Die Frage ist halt, die Brücke ist halt nicht eingezeichnet, nicht? Die wäre der Hinweis. Was sagt ihr? Sind wir da oder sind wir da nicht? Ah, vier Punkte liegen gelassen. Ich bin zu südlich gegangen. Wir waren, nee, nicht. Ich hätte noch südlicher gehen müssen. Ja, okay. Aber wir hatten halt keine Hinweise. Ey, pff, das ist. Ah, schade. Vier Punkte liegen gelassen, kein 18.000. <laughs> Und das sind Runde 1. Das demotiviert natürlich für die nächsten Runden. Aber immerhin haben wir es gefunden wegen Blas. Hätte ich nie gedacht. Ja, die Brücke fehlt halt, nicht? Ein Knick an der Stelle, wo die Brücke ist oder so. Nix. War so viel weiter südlich der Knick? Na gut, ich hätte mich vielleicht hier hinsetzen sollen. Aber es ist halt schwierig, bei den Abständen und einer geraden Strecke abzumessen, wo man ist. Hier der Startpunkt wäre besser gewesen, nicht? Dichter an der Kurve wäre besser gewesen. Hätte sogar der Knick sein können, den wir gesehen haben. Dann ist der hier gar nicht drin richtig. Ja, guck mal, die Linie geht hier nämlich gerade. Die ist gar nicht eingezeichnet, der eine Knick. Das ist das Problem. Der Knick, an den ich mich orientiert habe, der existiert gar nicht. Der Knick, den ich gesehen habe, ist der hier vor der Kurve. Oder hier irgendwo einer. Ja, das ist natürlich dann auch blöd, wenn die Daten nicht passen. Auf in Runde 2. <laughs> Oh, aber komm, wir machen es besser. Just kidding. Consignment Store. Downtown Cape Girardeau, Missouri. Ich würde sagen, wir sind in Downtown, in Cape Girardeau, in Missouri. Aber vielleicht machen wir auch nur einen Witz, denn wir machen Just kidding. Ah, keine Ahnung. Ähm, ja, sollte einfach sein, oder? Missouri. Uh, Missouri, 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 Missouri. Arizona, Mississippi. Ist das nicht einer dieser kleinen Staaten gewesen? Nee, Maine, Delaware. Wo liegt denn da Missouri? Okay, so, wo ist jetzt Cape Girardeau? Warte mal, wo gehen die bis da oben? Hier am Fluss. Nee, aber hier. Das Washington. Ah, sehr gut. Das Mexiko. Sehr schön. Das Kolumbien. Jefferson City. Springfield ist hier auch. Die Simpsons auch da. Bella Vista. Sogar in Amerika. Überall ranzoomen. Du hast ein Bella Vista. Nicht nur in Südamerika. Willow Springs. Mountain Grove. Lamar. Harrisonville. Oh, könnte. Cape Guardu vielleicht nur ein Stadtteil sein? Liberty? Okay, geht bis hier oben hin. Hannibal, Pittsfield, Spring, noch ein Springfield. Haben die zwei Springfield? <laughs> da ist ein Springfield, da ist ein Springfield. War es nicht so irgendwie, jeder Stadt hat ein eigenes Springfield in Amerika? Ich glaube, so war das, nicht? Deswegen hat man den Namen auch genommen, weil jeder sich damit identifizieren kann. Weil er es vor der Haustür quasi hat und sagt, das ist das. Das New Madrid. Oh, es gibt bis hier runter. Portville. Wycliffe. Cape Gadoo. Okay, haben wir. Und wir sind in Downtown. Okay, Downtown. Ist wo? Ich hätte jetzt gesagt, spontan hier. Jetzt brauchen wir noch den Straßennamen. Der eben noch da war und dann weg ist. Das ist blöd. Da. Wir sind Main Themis. Themis ist hier. Main ist da. Und da ist der Just Kidding Store. So. Wir gehen nochmal zurück. Wir stehen auch wirklich genau davor. Gucken Richtung Süden. Gucken Richtung Süden? Oh. Dann sind wir hier so. Oh. Finish und 5,19 Meter. Doch, da drüben waren wir. Okay. Dann war ich nicht richtig gedreht oder so. 6000 Punkte ist okay. Da wäre ich gerne ein bisschen mehr rumgefahren, nicht? Aber da sieht man sofort, wo man ist. Und damit kommen wir zu Runde 3. Both sides or clamps. <laughs> okay, beide Seiten Halteverbot oder Abschleppen. Ähm, ähm, was haben die nicht verstanden? Okay, Gibraltar. Was ja Englisch. Niederlande, Luxemburg? Ich kann es leider nicht erkennen. Ah, da. Great Britain. Great Britain Sie? Bitte? Oder doch Gibraltar, deswegen. GBC. Ähm, wie, gut, Gibraltar hat nicht viele Straßen. Wie heißt die hier? Ähm, die haben alle keinen Namen. Forrester House. Sehr enge Straßen, spricht auf jeden Fall für, für alte Städte. Mariolas Dos. Keine Straßennamen. Dual Carriageway. Okay, nur Zuliefererstraße. Welcome to BP. Uh. Kreisverkehr. Park and Ride. Top Level Residence. Eastside Beaches. Ja, das ist, das ist der Gibraltar-Dings, oder? So, und der ist südlich von uns. Würde auch passen. Eastern Beach, Gibraltar, da müssen wir ja hier irgendwo drin sein. Hier müsste denn die. Hier ist der Dings. Wo ist denn die BP-Tankstelle? Die ist südlich. Die ist nicht eingezeichnet hier. Normalerweise sind Tankstellen eingezeichnet. Dann kommen wir irgendwo hier raus, vielleicht. Äh, das heißt, nach Norden müsste der Kingsway sein. Können wir das verifizieren in irgendeiner Weise? Auf jeden Fall haben wir ein sehr untypisches Bild, nicht? Eine Palme neben einer ähm, ja, alten englischen Telefonzelle in sehr komischen Gefilden. Aber ja. Deutet auf Gibraltar hin. Kingsway, wo bist du? Guten Tag. Ist hier der Kingsway? Nur am Handy, die Leute. Wirklich. To Spain, to Airport. Okay, also Gibraltar ist äh, verifiziert. Hier stehen die Daten dran. Marina, ja, ja, das passt. 100%. Gibraltar, hallo Mkono, freut mich, dass du da bist. Bin ich nicht mehr alleine hier? Endlich hilfreiche Unterstützung. Ja, ja Gibraltar war mir klar hier, das Kennzeichen war, ähm, warte, das hier. Beim Start war nicht verblurrt, nicht? Great Britain, sie, kann hier halt nicht viel sein. Ähm, die Frage ist halt nur, wo genau? Das ist eher das Problem. Wir haben keinen Straßennamen, deswegen wollte ich gerne den Straßennamen irgendwie verifiziert wissen. Aber die stehen hier leider nicht dran. Hier steht nur überall Halteverbot. Alle werden abgeschleppt, aber die Leute parken trotzdem, wo sie wollen. Um. Ja, wir sind auf jeden Fall in der ranzigen Ecke hier oben, aber wo genau? Ich glaube, da müssen wir anhand der Straßenführung dann gucken, wo wir sind. Die haben keine Straßennamen hier. Vielleicht sind die Gebäude eingezeichnet. Wir stehen vor. Im Süden ist der Felsen auf jeden Fall. Hier, da, Heaton Road. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Dass wir es schon herausgefunden haben? Ja, ja, das. Das hast du verpasst. Aber ich bin ja trotzdem jemand, ich suche immer denn die 100%, nicht? Die 95% vom Gefühl und von dem Kennzeichen. Also, Great Britain, sie war ich mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht irgendeine, noch eine Insel gibt mit Übergebiet, aber als ich dann rumgefahren bin. Und den Felsen gesehen habt, der ist so spezifisch, da war es eigentlich schon klar, aber es gibt halt auch so einen spezifischen Felsen in Dover, den ich übersehen hab. Äh, von daher, äh, ja. Also, Heaton Road. Wir hatten's ja jetzt. Die stehen hier gar nicht dran. Wow. Wow. Ähm. Hier, Heaton Road. Hier sind wir. Und dann stehen wir da, nicht? Da, weil das ist das Einzige ist, wo wir durchgucken können. Die Heaton Road geht hier um die Kurve. Osten nach Westen. Osten, Norden, Osten, Osten nach Westen. Und genau hier ist die Ecke von dem Haus. Wir stehen. Wenn wir genau nach Norden gucken. Dann hier. Bengo Bongo, 3,35 Meter. Puh, die Breite haben wir geschafft und damit 17.996 Punkte. Ja, wir waren in Mexiko und haben vier Punkte auf einer ewig langen, geraden Straße liegen gelassen. Ohne Hinweis, 5.996. Immerhin haben wir es gefunden. Nach 34 Minuten. Wir waren in den Vereinigten Staaten, 3 Minuten und 6 Minuten in Gibraltar, aber keine 18.000 Punkte. Das holen wir beim nächsten Mal nach. Deswegen seid dabei.